Ah, wie schön friedlich es hier doch wieder ist. Aber schon kommen Bips Bagaluten und versuchen sich Zutritt zu verschaffen. In die Basis, zur Basis der Kreuzritter. Hoffentlich erkennen sie uns nicht. Something you need? Hallo, ich bin's. Ich hab eure Patrouille gerettet und die sollte jetzt auch da sein. Ja, das stimmt. Und Kehrem hat mir erzählt, dass ihr das wart. Ich habe zwar keine Ahnung von Steckbriefen, aber euch hat er so genau beschrieben, dass ich euch gleich wiedererkannt habe. Haha. du hast dem Kreuzzug eine gute Tat erwiesen. Und ja, Leutnant Kam wird euch sicherlich belohnen. Du findest ihn hier hinter uns im Camp. Also möge das Licht immer auf euch drauf scheinen. So, Wunderbärchen. Und wir sind drin. Und es gab sogar EP, 3000, Quest-EP. Ja, sie ist ja zum Glück ein bisschen arrogant. So, dann wollen wir mal vorsichtig hier das Camp erforschen. Alle möglichen Leute. Da ist einer mit Namen, der Bargast. Oh, was ist das hier, Zielschießen? Ach nee, oh. Oh, ich, hier ist Belagerung, ne? Okay. Die bekämpfen sich hier auch einfach alle. Okay, da ist Olo Neros und da ist der Bargast. Mit beiden wollen wir mal reden. Tepid Mug of Ale. Keine Ahnung. Wofür das gut sein mag, erstmal hier, bevor wir mit irgendwem reden. Ach, da sind Kam und Kehrem. Die sind bestimmt super happy, dass wir wieder da sind. Wir werden sie später einfach alle umkloppen. Okay. Jo. Was war da oben noch? Sieht doch hier schon mal dieses kleine Lager macht. Hier muss ja wohl die Stadt sein. Die ist noch kleiner, oder was? Das werden wir gleich sehen. Ich habe nämlich vor, mit dem Wardstone da rein zu rushen in die Stadt. Da ist Vichon. Aha. Und ja, da ist Dorn. Tatsächlich. Hey! Lass uns raus, sagt der Troll. Gnom. Ich denke nicht. Mach den Käfig auf. Los! Ignore the Trolls. You're nothing but meat to them. I, however, have more to offer. If you release me. Ja, ignorier mal die Trolle. Die sind nichts. Also du bist nichts als Fleisch für sie. Ich hab natürlich mehr anzubieten, wenn du mich frei lässt. Donnie-Khan, na? Was passiert? Du bist eingesperrt? My boy, my homie. Bip? No, I don't care. Open the cage. Free me. Ist mir egal, Mann. Lass mich raus. Und auch uns. Ja, auch uns. Wuhuhu. Wir heißen auch irgendwas mit H und mit P. Silence, wer soll das denn glauben? Sentient creatures are talking. What are you waiting for? Release me! Ruhe da auf den billigen Plätzen. Worauf wartet ihr, Bib? Ja. Also, wirst du für mich kämpfen, Junge? I'll fight by your side, Lathander's side, the side of any who would see Crusader blood spilled. Gut. Wir machen ein gutes Team. Aber wie bist du überhaupt gefangen genommen worden? I was captured while attempting to slay the revered brother Hormorn, priest of Kalar. I did not anticipate the one they call the Bargast interfering with my mission. Was ist los? Ich wollte Bruder Hormorn töten, den Priester von Kalar. Aber dann kam Bargast, der komische Typ, und hat meine Mission vereitelt. Der Bargast? He commands the Crusaders stationed here. A powerful fighter. He will make a worthy sacrifice to my patron, Urgothor. Also ja, das ist der Kreuzritter Anführer hier. Ein super geiler Kämpfer. Den werde ich mal meinem Patron Urgothor opfern. Das ist bestimmt kein Dämon oder so. Na egal, also wir machen das mal. Also, er kommt mal mit. Besser, man erhält sich alle Optionen. Those Crusaders who survive our onslaught shall tremble. Yes. Yes. Few things taste so good as freedom. So, also, dann
Also, sei mal ganz still mit deiner Freiheit und schleich dich aus dem Lager, ganz unauffällig. Spring in den Fluss und schwimm dahin. Und wir treffen uns you dort. You freed me from my cage, and that is no small thing. I'll forgive your insolence this time. When we meet again at this camp you speak of, do not be so imprudent as to try and command me again. Ich bin zwar nur ein Halborg und hab keine Waffen, aber ich hab erstmal eine große Klappe. Ja! Okay, na gut, ich tu, was ihr sagt, denn ich bin ja nur ein Halborg und hab keine Waffen und so weiter. Aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, mich immer noch Halborg und hab keine Waffen, aber weh, ihr kommandiert mich darum. Geil, das haben wir eben 6000 EP gebracht. Nein, nicht da oben. Ah doch, geil. Er springt echt in den Fluss? Nee, ich dachte mir schon. Achso, er hat sich in der Kiste versteckt. Okay. So, immer schön. What? Ist das Dorn Ilkans Ausrüstung? Ach, das Dorn Ilkans Ausrüstung. Without the sun, we'd have no shadows. Wir klauen alles, was hier so ist. Besonders das Schwert ist gut. Jetzt kann sie sich bestimmt nicht mehr bewegen, aber kann er die nicht auch tragen? Das ändert zwar nichts an seinem, aber ich glaube, die hat hier noch minus 4 und minus 3 und... Ah, der hat noch minus 1 gegen Geschosswaffen. Aber Geschosswaffen sind ja Stichwaffen, also das passt schon. Krass. Gut, jetzt hat er das Beste an, was ihm so passieren kann. Und alles andere, Gürtel, hat einer noch keinen Gürtel? Die haben alle schon einen schicken Gürtel. Den hat Bib auch, den Gürtel der Durchdringung. Haben wir den jetzt wohl mal zweimal? Ach, das ist ein Gürtel auf Piercing. Na, was soll's. Schutzring plus 1 kann natürlich nichts. Dieses Schwert kann bestimmt nur wieder von Dorn Ilkan himself geführt werden. Trank der Lebenskraft. So, ach ja, nicht so viel Zeit im Inventar verbringen, das war's. Gut, sortiere ich später. Was ist hier los? Wer bist du denn? Ja, yeah, also ihr habt die Ehre, Vichon anzusprechen, den roten Magier von Tai. Und einen, tja, sehr loyalen Diener der schimmernden Dame, Kayla Argent. Du bist ein Wizard? Du bist ein Zauberer? Hast du auch was zu verkaufen? Sieh aus wie ein Kaufmann! Zwar machen alle roten Magier von Tai, die irgendwo außerhalb von Tai unterwegs sind, irgendwas mit Kaufmann, um ihre geheimen Operationen zu tarnen, aber... Haha, ich bin Forscher! Und Zauberer und kein Trader! Alles klar, ich will dich irgendwas fragen. Tja, dann, ciao. Gut, der wird vielleicht später noch wichtig. I was wondering. Nein. Okay, also da sollen wir noch nicht ran. Das muss wohl irgendwas Späteres sein. Dann gucken wir doch mal hier in die Schlafrolle. The Troll Tender's Journal. Das könnte allerdings lustig sein. Das werde ich mal dann offscreen lesen und euch zusammenfassen, wenn ich dran denke. Nein, diesmal nehmen wir keine Weinflasche mit und schleppen sie die ganze Zeit durch. Bridge Guard. Hier kommen wir bestimmt nicht wieder durch. The dawn heralds another day. Schön, schön. Also, Hormon, erzähl mir mal was. Dann reden wir jetzt mit... Ne, Moment. Dann reden wir jetzt erstmal mit Kerem. Den haben wir ja gerettet. Dann reden wir mit Kam. Dann reden wir mit Hormon da oben. Und dann reden wir mit dem da. Hey, ihr seid's wieder. Danke nochmal, dass ihr mich gerettet habt. Ich darf jetzt einen Monat nicht auf Patrouille gehen, aber naja, das ist doch ziemlich geil, denn jetzt kann ich einen Monat im Lager chillen. Danke, Mann. You. Who are you? Hey, wer bist du denn? Ich bin Bib, nein. Ich habe den euren Neffen befreit. That's right, he described you. The idiot needs a permanent bodyguard to look after him. Still, I'm grateful. Here's a token of my appreciation. Also, das ist richtig. Er hat euch beschrieben. Der Idiot braucht einen dauerhaften, hier, Personenschützer, der auf ihn aufpasst. Na, wie auch immer, ich bin auf jeden Fall froh, ne? Blut ist dicker als Wasser. Hier hast du eine Belohnung. Danke, Mann.
Kann ich euch mit irgendwas helfen? Ja, den Wardstone. Hier, ich geb den mal. Nee, auf gar keinen Fall. I have every available crusader searching for a Wardstone. They say it got stolen from the fort and it'll give us a way inside. If you find it, get it to me and I'll give you an even more important mission. Na, ich denke nicht. Das werden wir wohl nicht tun. Give it to me. Ich werde ganz sicherlich nicht den Wardstone außer Hand. Und was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt, Safana? Keine Ahnung. Bib? Auch nicht. Haben wir irgendwas von ihm gekriegt? Nö. Tja, gut. Dann eben nicht. Scheiß Typ. I don't like you. Light and warmth. I'm glad for both. Die Suche nach Bib. The most important thing is to find Bib. Der hat ein Flammenschwert und er sieht ganz unauffällig aus. Na? Ich red ganz lahm, denn ich bin doof. So, haben wir jetzt hier mit den wichtigen Leuten geredet? Bestimmt. Ach nein, da unten war noch so ein... Der sah aus wie ein Händler. Delga Munch. Mal gucken, was der so hat. Vielleicht hat er geilen Stuff. Hallo, ich bin Bib. I don't think... Also, kenne ich euch? Ich denke nicht. Meine Güte. Es sind zu viele verdammte Leute hier, die dieser blutigen Angelegenheit beitreten. Na egal, ich bin Munch. Delga Munch. Ich bin die rechte Hand von Colonel Cordell. Was machst du hier? Ja, ich warte darauf, dass wir Bridgeford einnehmen, ne? Das hört sich richtig an. Also, hau rein. Na gut, der will anscheinend doch nicht mit uns handeln. Was ist das denn? Ach so, Söldner. So, dann reden wir jetzt noch mit dem Bargast. Und dann haben wir da hinten noch diese andere Tante. Ich glaube, das war ja eine Frau. Hoffentlich erkennt uns hier keiner. Not question my orders. Hallo, was hast du vor? Ich suche für den. Warum suche ich den? Nichts, Mann. Also, die Ruhe, also nichts tunende Hände verrichten die Arbeit des Feindes, also wenn ihr versteht, was ich meine. Also macht euch mal ein bisschen nützlich. Du siehst aus, als hättest du schon ein bisschen gekämpft. Hilf mal Leutnant Kahm. So, alles klar. Ah, ich werde es tun. Ich werde tun, was ihr sagt. Ja, ja, tschüss, Mann. So, dann noch mit ihm hier reden. What is it? Hallo, this was geht? Knows who you are. I overheard her talking about you. Quick, make an excuse and let's go. Oh oh, my mistake. Ich habe euch verwechselt. Ciao. Bib steht ja auch weit genug weg. Okay, da dürfen wir nicht zu dicht ran. Ganz unauffällig Corbin so, ey, ich habe zugehört. Ja, die suchen nach Bib, aber die suchen nur alle nach Bib. Okay, prima. Ich glaube, hier sind wir fertig in dem Camp erstmal. Dann gehen wir hier oben, war das mit dem Wardstone-Zirkel, ne? Da. Dann gehen wir jetzt mit unserem geilen Warding, mit unserem geilen Schutzstein, gehen wir jetzt nach da oben. Und dann müssten wir ja an und für sich hier hinkommen. In die Festung. Oder halt in irgendeinen Tunnel, der dahin führt, oder was weiß ich. So. Ist auch geil, der. In Sichtweite zu dem Ding. Ja, dann mal durch da. Ich bin zu weit weg. Safana. Sweetheart? Geil. Surprise! Khalid! Wir haben Gesellschaft! What is this? What's going on? Wait, is that you? Geil, Khalid ist da! Nice! Wir erinnern uns irgendwie Part 1 bis 20 in Baldur's Gate. Baldur's Tor, Baldur's Gate, Teil 1. Ich glaube, bis nach Beregost hatten wir Khalid und Jahira dabei.
Unsere alten Bekannten. My friend, 'tis good to see you. What are you doing here? My friend, my homie, na, what's up, man? Lass uns den geheimen Halbelfen-Gnomengruß machen. Ist es gut, dich zu sehen? Ach, na ja, gut, er ist ja immer so ein bisschen schüchtern. Vielleicht sollte er nicht so reden. Was macht ihr denn hier? Yo, also, wir sind unterwegs. Wir wollen Bridgeford befreien. Und dann gehen wir weiter nach Drachenspeer. That is excellent news. Das ist eine super gute Idee. Our resources and your help will be invaluable. Let me tell you what's happened. Also, wir sind auch unsere Ressourcen sind fast aufgebraucht, unsere Vorräte. Also, eure Hilfe wird von unschätzbarem Wert sein. Also, lasst mich erzählen, was hier passiert ist. Jahira and I came north to find a peaceful place to spend time together. When the Crusaders hit Bridgeford, we were separated. Since I have the most experience, I took command here. Also, Jahira und ich, wir sind in den Norden gegangen, um ein friedliches Plätzchen zu finden, um Zeit miteinander zu bringen, miteinander zu verbringen. Zwinker, zwinker, wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich, in den Norden muss man dafür sowieso. Norden ist cool. Ja, also als die Kreuzritter hier mit der Belagerung anfingen, wurden wir irgendwie getrennt. Warum auch immer. Naja, ich habe hier die meiste Erfahrung und das will schon was heißen. Also habe ich hier das Kommando übernommen. Okay. Khalid, ich weiß doch, dass Jahira und du bei den Hafnern seid. Glaubt ihr wirklich, dass ich darauf reinfalle und dass das hier ein Zufall ist? I don't know what you mean. We were just looking for a picnic spot. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Also, wir haben nur nach einem guten Ort zum Picknicken gesucht. Blast. I can't lie to you. The Harpers had word that the Crusade might be heading this way. They sent us here to intercept the Crusade and delay them until the Flaming Fist arrived. Ach, verdammt, ich kann euch doch nicht belügen. Die Hafner haben das natürlich. Hafner sind so eine Geheimorganisation, eine gute, die sich immer überall einmischen und so weiter. So ein bisschen wie die Justice League, nur nicht ganz so auffällig. Ja, und mit ein bisschen mehr Mitgliedern. Na, weiß man nicht. Also, naja, die Hafner haben auf jeden Fall Kunde davon erhalten, dass der Kreuzzug hierhin unterwegs sein könnte. Und dann haben sie uns zwei gesendet, um den Kreuzzug hier aufzuhalten und seinen Vormarsch zu verzögern, bis die flammende Faust ankommt. Indeed. I found myself at the helm of a fast sinking ship, if you know what I mean. We were instantly besieged and trapped inside. The Crusaders seek the supplies we hold here. Naja, wie auch immer, also ich fand mich hier schnell als Kapitän auf einem sinkenden Schiff wieder, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wir wurden quasi sofort belagert und eingeschlossen. Und naja, die Kreuzritter wollen hier unsere Vorräte klauen, aber die sind fast ja aufgebraucht. Our situation is this. At the front doors, we have scores of Crusaders who have barricaded the bridge. They call their leader the Barghest. Ja, den haben wir ja schon getroffen. Also unsere Situation sieht so aus. Also genau vor unserer Haustür, da sind die bösen Kreuzritter in ihrem Lager und die haben die Brücke verbarrikadiert. Und sie haben ihren Anführer und den nennen sie den Barghest. I've heard of him. A veteran of the Dragonspear Wars and a dangerous warrior. Hab von ihm gehört, hab ihn auch gesehen. Veteran der Drachenspeerkriege und ein gefährlicher Krieger. With the Flaming Fist Company you've brought, we might stand a chance in a direct fight. Ja klar, wir werden ihn einfach von zwei Seiten. Wir werden natürlich das machen, was man immer machen sollte. Einen mutigen Ausfall aus der Festung. Und die flammende Faust kommt von der anderen Seite und dann machen wir Hulk Smash und dann ist die Sache durch. Also ja, mit der flammenden Faust, die ihr mitgebracht hast, haben wir ja vielleicht eine Chance, den Kram zu besiegen. Ja, genau. Ich werde die Faust von der Seite bringen und ihr kommt vom Norden und wir machen das Camp kaputt. Ja. Und dann gehen wir weiter. I value your opinion. Take a look around the fort and see what we have to deal with. Then tell me which course of action you recommend. Geil. Ja, sieh dich doch erstmal um und dann kriegst du noch einen besseren Eindruck und dann sag mir, was wir genau tun sollen. Was ihr vorschlägt, was wir tun sollen. Start with the wizard Winan Hess. You should find him in the rear of the fort. He knows the state of our defenses. Also, talk to Jeg Hillcarver, our smith.
She can tell you about our supplies. Gut, also ja, rede doch mal mit dem Zauberer Wienan Hess. Den solltest du hier im Fort finden. Im Bauch, glaube ich, ne? Also irgendwo unterirdisch. Und er weiß alles über unsere Verteidigung. Außerdem sprich mal mit Jack Hügel, Carf, Former, unserer Schmiedin. Die kann euch alles über unsere Vorräte erzählen. Yo. Machen wir. Thank you. Danke, Bib. Fate has smiled on us by sending you here. Ja, das Schicksal hat uns zugelächelt, als ihr, als es euch hierher gesendet hat. Geil, perfekt, wir sind angekommen. Oh, Nira ist hier. Geil. Juhu! Juhu! Cool, finden wir im nächsten Part raus, was es hier so alles gibt. Ja, reinhauen und bis dann. Tüdelü. Yes, I heard you. Now shut up, please. Da unten ist sie schon.